Servus Leute, willkommen zurück zu Super Meat Boy. Ja, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. So ist die gute Nachricht. Ich habe es geschafft, dieses Spiel jetzt im Fenstermodus zu starten. Das heißt, kein Vollbild mehr, das heißt auch leichtere Aufnahmen. Die schlechte Nachricht. Guckt. Ja. Ja, das will keiner sehen. Die schlechte Nachricht ist, ich habe 3 Videos schon gemacht. Alle 3 Videos sind, kaputt gegangen. Ja, das Problem ist, ich habe hier weitergespielt, also jede komplette Dark World und alle Pflaster. Und ja, das ist leider das Problem an der Sache. Aber ich werde nochmal alles nachspielen, damit ich habe zwar schon alles geholt, aber trotzdem. Natürlich habe ich auch ein Bandage Girl gefunden, welches irgendwie total verpackt war. Was auch immer war, da habe ich gefragt, ja, kann mir irgendjemand was sagen, und das hat mich dann hierhin geführt. Das habe ich ein paar Mal versucht, bin immer wieder dran verreckt und habe dann entschieden, das mache ich später. Und wir haben es jetzt 4.06 Uhr morgens und fast genau 3 Uhr morgens habe ich angefangen, weil jetzt kann ich die Geschichte ja gerne nochmal erzählen. Ich wollte eigentlich so Internet surfen mit meinem Laptop, und da mein Laptop gern mal irgendwie einen Spinner, eine Macke, wie auch immer hat, ist er ungefähr 7 Mal abgestürzt oder so. Ja, 7 Mal. Und voller der Frust und Verzweiflung. Ja, mehr Verzweiflung. Habe ich mir dann gedacht, okay, versuche ich einfach mal auf einen Stand-PC das Internet zum Laufen zu bekommen. Das gelang mir dann auch, glücklicherweise. Das heißt, ich kann jetzt wieder hier auf meinen Stand-PC Internet surfen, und das hat mich so motiviert, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du was aufnehmen. Und natürlich habe ich ausgerechnet Super Meat Boy gegriffen. Ja, ich werde jetzt die komplette Dark World nochmal nachspielen. Das Gute ist, jetzt habe ich die Aufnahmezeit direkt im Blickfeld. Und ja, wahrscheinlich werde ich jetzt nicht mehr so versagen wie zu Beginn. Obwohl, so wirklich versagt habe ich da auch nicht, aus seinen, ich glaube, 2 Leveln. Oder 3, ich werde die Level sowieso noch sagen. Okay, da war das Pflaster, ja, da, genau da drüber. Ich spiele es natürlich so, als ob ich das Pflaster auch holen müsste. Und ich hätte das Pflaster sogar bekommen. Ja, diese Welt bin ich ein-, zweimal verreckt. Ja, genau deswegen, weil Meat Boy Faxen macht. Da habe ich gesagt, ja, tut mir leid, ich bin zu müde und so weiter. Was ich auch bin, jetzt übrigens noch mehr als vorhin. Oh geil. Gleich beim zweiten Versuch. Mensch. Da habe ich vorhin gefailt wie Teufel, also in der Stage davor. Dafür bin ich hier gleich beim ersten Mal durchgekommen. Und ja, da oben. Da nämlich. Fuck. War ein Pflaster. Und ich werde es natürlich so spielen, als ob ich das Pflaster noch nicht hätte. Und ich glaube, ich bereue es jetzt schon. Okay, darüber. Und ja, ich hätte es bekommen. Okay. Pflaster. Und so, A plus. Moment, ich habe doch definitiv länger als 10 Sekunden gebraucht, oder? Ja, habe ich. Achso, das A-Plus wird angezeigt, weil ich es schon hatte. Okay. Dann würde ich mal sagen, fairnesshalber spielen wir es nochmal. Weil in Wirklichkeit wäre es ja kein A-Plus gewesen. Es wäre schneller durch. Fick dich, Meat Boy. Tja. Solche Magna hat er auch gern mal gemacht, er springt einfach nicht immer. Okay, hoch, 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 hoch. Okay, A plus. Und jetzt hätten wir ihn echt auch gehabt. Toll, das ist mir beim ersten Mal nicht passiert. Da bin ich mit einem Leben durchgegangen wie nix. Okay. 7 Sekunden, ja, ich hätte auch A plus gehabt. Alles in Ordnung.
da bin ich zuerst diesen Weg lang gegangen, habe mir gedacht, warum? Ja. Weil da, Meat Boy, warum springst du nicht? Ja, da kann man auch hier lang gehen. Das ist mir jetzt nicht passiert. 5 Sekunden, gucken wir mal. Würde die Zeit ausreichen? Ja, okay. Alles hat hier seine Richtigkeit. Oh. Na. Ja. Alles klar. Okay, 6 Sekunden hätte ich es geschafft. Tut mir leid. Ja, und solche Booster, die entfleuchen immer gern mal wieder. Die kann ich leider nicht mehr zurück. Toll. Die kann ich leider nicht, nicht noch mehr zurückhalten, als ich es ohnehin schon versuche. Ja, ja, ganz genau. Das ist mir zigtausendmal hier passiert, dass ich genau in diese eine Säge reinlaufe. Oh Mensch. Ich stelle mich an, als ob ich die Stage hier zum ersten Mal spiele. Was ausnahmsweise nicht der Fall ist. Aber ich sollte wahrscheinlich nicht im kranken Zustand so ein Spiel spielen. Und erst recht nicht, wenn ich schon so müde bin. Okay, 11 Sekunden hätten wir es geschafft. Ja, hätten wir. Alles seine Richtigkeit. Alles in Ordnung. Oh ja, diese Stage. Ja. Fängt ja schon wieder geil an. In dieser Stage bin ich mehrmals verreckt. Ungefähr 15 Mal oder so. Okay, jetzt mal da. Dann Pflaster. Ja, ich weiß, es ist kein Pflaster da, aber ich tue einfach so, als ob es da wäre. Na gut, holen wir uns zuerst das Pflaster, das Imaginäre. Ja, Leute, für euch mag das vielleicht scheiße sein, weil da oben gar kein Pflaster mehr ist. Aber ich will dieses Spiel so fair wie möglich durchspielen. Und egal. Plus brauchen wir sowieso nicht bei Pflastermäßigem. Toll. Nee. Okay. Was macht Meat Boy da? Ich hab den Controller nicht mal in der Hand. Toll. Pflaster, okay. Durch. Yes, Pflaster. Das wollte ich nicht. Exit Map. So, jetzt müssen wir nochmal rein fürs imaginäre A+. Ja, das habe ich eigentlich schon verkackt, aber ich versuche es trotzdem. Ja, beim A+ bin ich hier auch ein bisschen, weil Meat Boy, der Olle, meint, sich nicht bewegen zu müssen. 11 Sekunden reicht das aus. Ja, am Anfang habe ich ziemlich viel Zeit verschenkt, das sehe ich selber. Komm schon, Meat Boy. Nein, ich darf es nochmal machen. Und beim ersten Mal war ich sogar 0,23 Sekunden. Und hier 0,75. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ist mir in einer der drei Aufnahmen auch passiert. Grandios. Meat Boy, du springst nicht, du. Oh, du haust dir den Schädel an. Mehrmals. Warum wird diese Klumpen da oben nicht kaputt, wenn ich ihn berühre? Okay, da lang. Meat Boy. Jetzt springt er nicht. Ich könnte auf Granit beißen. Spring doch, Mann. Und ich weiß, es liegt nicht an meinem Controller. Mein Controller funktioniert perfekt. Mann. Mamma mia. Wie Super Mario sagen würde. Er springt nicht. Ich könnte die Zähne einschlagen. Moment, bei meiner verlorenen Aufnahme habe ich was anderes gesagt. Ich könnte ihm ein Bein ausreißen und mir in den Arsch schieben. Ja, sowas habe ich gesagt. Oder besser gesagt, ich könnte mir ein Bein ausreißen und mir in den Arsch schieben. Ja, okay.
Ja, sehe ich jetzt schon, dass das nichts wird. Das Dumme ist, ich muss jetzt die ganze Zeit die Replays angucken, um zu gucken, ob ich jetzt wirklich das A-Plus hätte oder nicht. Ne, geht sich nicht aus. Nochmal. Replay Level. Ich muss da noch schneller durch. Er springt mich genau an dieser Stelle. Da. Ja, jetzt auf einmal. Ja, er springt nicht immer. Das ist ein Problem. Wahrscheinlich liegt das an Meat Boys Dynamik, dass er nicht immer springt, weil er, wie gesagt, ja. Wie gesagt, weil an meinem Controller kann es eigentlich nicht liegen. Ja, und ich sage ungern Gamepad, weil ich den Ausdruck Controller besser finde. Okay, hier. Mann, Meat Boy. Mach schneller kaputt. Ja, und so ungefähr hat auch eine der verlorenen Aufnahmen ausgesehen. Nee, nee, nee. Fuck. Oh, geil. Ich glaube, ich liege in der Zeit. Das habe ich noch nie so geschafft. Ich muss mir gerade auf die Schulter klopfen. Gute Arbeit, Wolf. Yes. Das war mein schnellster Durchgang überhaupt. Aber ich weiß noch, dass eine... mein Hals. Ich versuche den Husten so gut wie möglich zurückzuhalten, aber es klappt eben nicht immer. Ja, in dieser Stage hänge ich auch ein bisschen. Ich merke gerade, es gab mehrere Stages, die... Moment, ja, das war die Stage. Da dachte ich mir, was ist denn das? Und ich kann diese Stage abkürzen. Geil, oder? Ja. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber nun gut. Für A-Plus sollte es eigentlich reichen. Ich habe nie und nimmer 30 Sekunden gebraucht. Nee. Zugegeben, bei meinem ersten Durchgang war ich zwar schneller, aber... Egal, egal. Ja, in dieser Stage hing ich nicht so lange. Ich glaube, die habe ich beim dritten Versuch oder so geschafft. Toll, Meat Boy. Wenn ich mich jetzt schlechter anstelle als ohnehin, dann, Halleluja. Halleluja. Okay, da oben freimachen. Okay. Ja. Yeah. Okay. Okay, Zeit. 12 Sekunden. Vor allem so könnt ihr euch wenigstens die Replays angucken. So habe ich auch einen Sinn davon. Einen Nutzen. So kann ich auch einen Nutzen daraus ziehen, das wollte ich sagen. Ja. Drück Hammer A wie ein Bekloppter. Oh nein. Ja, diese Stage war lustig. Da bin ich da. Ja. Da die ganze Zeit verreckt. Und da habe ich auch den Spruch mit dem, Spruch mit dem Bein in den Arsch gebracht, weil ich in dieser Stage glaube ich 40 mal oder so verreckt bin, weil Meat Boy einfach nicht das tun wollte, was ich wollte. Oh, vor allem muss ich mich beeilen, weil da links oben war ja eine Warp Zone, die habe ich zwar schon lange, aber ich versuche sie trotzdem zu holen. Oh Gott, was tue ich mir hier nur an? Ich meine, ich könnte alles so leicht überspringen und sagen, ja, die Aufnahmen sind verloren. Ich meine, gut, die Aufnahmen sind ja auch verloren, aber... Big Boy. Das dauert schon wieder zu lange. Oh, die Warpzone ist sogar noch wirklich da oben. Geil, die habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil ich habe mich jetzt wieder aufgesetzt. Weil normalerweise spiele ich in... liegender, also nicht direkt in liegender, aber zumindest in zurückgelehnter Position. Komm schon, die Warpzone, die schaffe ich noch. Geil. Ich war noch nie zweimal in einer Warpzone, was passiert jetzt? Oh, das... das hat Meat Boy noch nie gemacht. Stirb. Und das war jetzt nicht Absicht.
springt nicht. Ja. Irgendwie hat er Probleme mit Springen. Liegt das vielleicht daran, dass ich jetzt zum zweiten Mal in dieser Warp Zone bin? So, das war ja. Er springt nicht. Leute. Da. Ja, ich glaube, er springt nicht, weil ich das zweite Mal in dieser Warp Zone bin. Kurzer Schnitt. So, und weiter geht's. Ja, da hat... Ich hoffe, man hat die Maus nicht gesehen. Da hat mein Hals sich gerade gemeldet. Ich werde versuchen, ob Meat Boy hier dennoch springen will oder kann oder so. Nee, es springt einfach nicht. Okay, dann eben mit Anlauf! Nee, er will nicht. Er will absolut nichts. Nee, ich habe jetzt die Taste gehämmert wie ein Blöder. Nee, wirkt nicht. Gut, die Warpzone kann ich euch leider nicht zeigen, was scheiße ist. Nun gut, wenn Meat Boy da meint, umzicken zu müssen. Ja, da springt er ganz normal und das ist schon wieder scheiße. Nein! Ja, war sowieso zum Scheitern verurteilt. Lalalala. Macht euch, bewegt euch, meine ich, oder irgend so etwas. Bandit Girl hat mich aufgefangen, geil. Und das ging jetzt schnell. Ich habe da davor mindestens 7 Versuche gebraucht. Und jetzt gleich beim zweiten, also ich muss schon sagen. Echt geil. Okay. Oh, diese Stage, ja. Fängt schon wieder an. Um zu blödeln. Ja, die Sprungtaste will nicht immer. Hier muss ich schnell sein. Da habe ich zuerst rumgeblödelt die ganze Zeit, weil ich mir gedacht habe, wie komme ich da. Oh, das ist ja die Stelle mit dem Pflaster nachher. Ah, stirb. Okay. Nicht so schnell, Meat Boy. Ah, ja. Man sieht wahrscheinlich schon, warum ich hier die ganze Zeit verreckt bin. Ja, deswegen zum Beispiel. Ah, Moment, ich hole zuerst sowieso das Pflaster, also. Ich habe einen Plan. Ich muss ganz schnell sein. Schneller. Wenn Meat Boy springen würde, er regt mich so auf. Und es ist nicht mein Gamepad. In diese Säge bin ich davor noch nie gefallen. Oh, meine Fresse. Meine Fresse. Ja, ja, ja. Okay, erst Pflaster. Pflaster, komm. Das ist mir davor nicht passiert, weil ich das Pflaster hier mit einem sauschweren Akt bekommen habe und davor nie gestorben bin. Yeah, bade in Blut. Oh. Nimm ein Bad, Meat Boy. Du hast es bitter nötig. Ah, warum springt er nicht? Ich könnte mir die Haare raufen. Ihr merkt wahrscheinlich, warum ich 3 Videos hier gesessen bin, also nicht hier an dieser Stelle, aber an dieser Dark World. Er springt schon wieder nicht. Ich halte den Kopf nicht aus. Meine Fresse, Meat Boy. Was habe ich dir getan, dass du mir sowas antust? Er springt schon wieder nicht. Es liegt nicht am Controller, ich glaube vielmehr, es liegt am Handling von Meat Boy, dass er, ja, er springt eben nicht immer, das ist das Problem an der Sache. Ah, warum muss ich mir hier sowas um 4:30 Uhr morgens antun? Warum? Ja, Pflaster! Ja! Ja!
Okay, Pflaster, alles in Ordnung. Ich spiele schon so, als ob ich das Pflaster wirklich noch nicht geholt hatte. Okay, hier rein. Jetzt keinen Fehler machen. Verrecke. Oh mein Gott, das Geräusch gerade eben. Tut mein Hals überhaupt nicht gut und Meat Boy will mal wieder nicht springen, weil er seinen eigenen Kopf hat und meint ein Klumpen Fleisch zu sein, welches er ja auch isst. Fleisch isst. Versteht ihr? Oh Mann. Die Witze werden schlecht. Genauso wie mein Spielskill. Pflaster geholt. Gut, 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 gut. Keinen Fehler bauen. Scheiß drauf, ich bin über 20 Minuten hinaus, das geht mir zum Arsch vorbei. Vielleicht mache ich dieses Video jetzt 25 Minuten. Pflaster! Und tot. Ja, Meatboy, du wirst gleich mehr als ein Pflaster brauchen. Bald brauchst du einen ganzen Verbandskasten. Ja. 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 Okay. Pflaster geholt. Ab zur Bandage Girl. Dieses Mal, Meatboy, streng dich an. Okay, Leute, ich mache euch einen Vorschlag. Entweder das Video wird 25 Minuten dauern, oder ich bende die Stage, je nachdem, was schneller geht. Okay, das Pflaster holen kann ich ja in meinem. Okay, 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 okay. Alles in Ordnung, Meat Boy. Spring nicht, verrecke. Ich habe es zuerst zu schnell geschafft. Ich hatte das Pflaster mit dem ersten Versuch. Also im wirklichen Run. Okay. Das ist jetzt alles nur für euch, für die Leute, die es interessiert. Dass ich alles so fair wie möglich mache. Hm. Ja, genau so. Pflaster. Okay, 14 Sekunden darf ich brauchen. Das war zwar falscher Knopf. Aber egal. Ich würde mal sagen, hier beenden wir das Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Super Meat Boy. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.